Sage ich in Rudi, ich schaue jetzt in Rudi an, ich erkläre den Rudi nichts, weil der Rudi ein Gedanke ist. Ich habe schon lange aufgehört, einen Gedanken von mir was zu erklären. Ich erkläre es dem, der sich jetzt den Udo ausdenkt und den Rudi ausdenkt. Aber was ihm gar nicht bewusst ist, dass er selber, was er ein Leben lang zu sein geglaubt hat, erst dann existiert, wenn er an sich selber denkt. Das ist so hartnäckig. Das ist so hartnäckig, diese Identifikation. Und jetzt komme ich, ich habe den, wenn er angeschaut hat, der Kleine. Wenn du dem das Neue, der hat halt wieder ans Reingestellt, ich rede jetzt normal. Und den, wenn du schon siehst, der hat so irre Augen, da ist man geneigt, dass du sofort wegzapfst. Hast du den schon gesehen jetzt? Da müssen wir fast kurz reinschauen. Du hast ja in deinem Computer dort stehen. Ja. Der ist so irre. Und der Witz ist, du kannst dir das Ganze, der hat ja ganz auf den Videos drin, aber da jetzt die eine, die kannst du dir ganz anhören und mit scharfen holophilen Kriterien ist das eins von Milliarden von Videos. Wo ich sagen kann, er ist komplett über das ganze Video, zwar mit eurer Aussage ist der komplett holophilig in dem Urkontext. Stimmt oder stimmt? Das ist Wahnsinn. Und weil er so irre ist, jetzt haben die meisten schon, weiß es jetzt für Freunde mehr, aber das ist der Einzige, der nicht diesen Fehler macht, wo alle machen, inklusive die Dollys und die ganze Weltverbesserer. Heiko. Mein Kaffee, danke. Und darum ist es immer wieder das auch der Satz, ihr müsst an eurem Leben nichts verändern, du kannst an deinem Leben nichts verändern. Das ist ein abgedrehter Film, zwar interaktives Video, aber trotzdem steht alles schon fest, was passiert. Das ist jetzt einmal, das ist jetzt eine Behauptung, die ich aufstelle, und wenn du das verfolgst, wirst du feststellen, dass es wirklich so ist. Und was halt dann bei Holophilien kommt, wo ich sage, die einfachen Sachen, das ist der komplexe Teil der Sprache, den ich anspreche, der muss dich aber gar nicht interessieren, außer du bist dann so weit, dass das andere abgehakt ist und dann wirst du automatisch dich dafür mehr interessieren, wie du funktionierst. Und das Wissen ist so unendlich. Heute Morgen habe ich kurz ein paar versucht, ein Video zu finden, dass einmal der normale Mensch, wenn ich sage, wie sieht das jetzt aus, wenn ich auf eine Brille aufhab, das sieht genauso aus, wie wenn ich jetzt normal denke, dass ich in eine Welt schaue, die da außen ist. Wenn du jetzt eine hochauflösende VR-Brille hast, habe ich genau dasselbe Bild im Kopf. Bloß der Witz ist, dass jetzt nicht irgendwelche Rezeptoren durch irgendwelche Lichtstrahlen das Bild in mir erzeugen, sondern ich habe ein Computerprogramm, das auf die VR-Brille diese Lämpchen, dieses Arrangement macht. Und wenn ich den Kopf drehe, ist exakt dasselbe, was ich sehe. Jetzt habe ich im Hintergrund ein ganz anderes Erklärungsmodell. Und jetzt habe ich gemeint, dass ich einmal, wo ich sage, einer, jetzt musst du natürlich wissen, wie 3D-Programmierung funktioniert, dass es ein einfaches Video gibt, das kannst du bald vergessen. Das ist so komplex, selbst die einfachsten Erklärungen, wenn du ja auf ein 3D-Rendering machst, die Programmierung, wenn die dann in die DOS-Ebene reingehen, das ist ja immer noch eine Oberfläche, ein Programm, wo man Programme schreibt, dass du merkst, und dann sind nur Nerds. Jetzt kommt die Physiognomie von den Pixelmännchen, da habe ich sexy Videos angesteuert, das sind typische Nerds, wo das erklären, dass du merkst, wie ihnen so aussieht. Sobald du in ein Fachgebiet reingehst, wirst du ein Fachidiot. Dann weißt du, diese alten Beispiele sind schon, ich bin nur in allen meiner Vorträgen drin, meine zwei Bewegungsrichtungen. Mein Puzzle, wo man ein Fachgebiet, wir sagen, jedes Puzzlestück sind Fachgebiete, wobei die Medizin, wenn ich jetzt das Puzzle Medizin rausnehme, wird es wieder zu einem Bild, das wieder viele Untersysteme hat und wieder Untersysteme. Und was meinst du, das in der Technik ist mit dem Programmieren? Ich habe dir das erzählt mit unserem Nerd, der mal mit dem Martin. Der ist ja in Kanada, der macht ja hier bei einer Firma, kanadische Firma, die Videospiele macht. Da ist übrigens, hat er mal eine ganz tolle Sache gesagt, sagt, ich muss er mal unbedingt schicken. Der arbeitet ja nachts, weil der in Fürth ist, aber nur im Internet für eine kanadische Firma arbeitet, für Videospielprogrammierung, wobei der nur ein Tester ist. Und er sagte, das haben hier einer, die haben einen Troll gefunden und der musste so lachen, das hat er dann rausgefunden beim Video, ich musste das fast schicken. Und zwar der Troll, da ist normal oben die Zeile, das ist ja so Kriegsspiele, so Ego-Shooter, wo die programmieren, ist die Zeile, ist oben eine Zeit und sind gewisse Angaben, was schon, wie viele Waffen du hast und so. Und der Troll ist, dass plötzlich in der oberen Zeile rechts am Rand ganz klein die 86 runterfällt. 86, als ob man das so. Läuft einfach, während des Spiels läuft aus der Zahl, löst sich die 86 und fällt langsam nach unten über den Bildschirm.
Und das ist eigentlich, es gibt so unendlich viel Wissen. Und ich sage, Weisheit ist nicht Vielwisserei. Und das macht jetzt den Eindruck, wenn du diese vielen Schriften, es wird ja nicht besser, wenn man jetzt nochmal 5000 Seiten dazu schreibt. Weißt du, das ist ein Schock ja eigentlich. Nur die Videos, wir können jetzt nochmal tausende Videos drehen, darum wiederhole ich immer wieder. Da können wir jetzt spezielle machen oder für wen? Für Gedanken von uns? Solange du in dem Wahn lebst, dass du meinst, die Welt kann nur von den Mächtigen, den Reichen, den Politikern verändern, aber hast du überhaupt nichts verstanden. Die Welt, die sich jemand ausdenkt, kann bloß von dem verändert werden, der sich die Welt ausdenkt. Aber niemals die Gedanken, weil die immer so sind, wie du sie dir denkst. Und jetzt müssen wir diese Schritte machen, dass du dich zuerst einmal zum träumenden Geist denkst, dann bist du eins drüber und dann siehst du, der träumende Geist kann sich gar nicht raussuchen, was er sich denkt. Und das, was gedacht wird, ist sowieso in dem Kopf von dem träumenden Geist, so wie er sich denkt. Und dann interessierst du dich für den Maler, wie ich, das habe ich ja so oft durchkaut. Ja, und was soll ich dann machen? Wieso dein erstes Problem ist, der Boss fragt niemals irgendeinen, den er sich ausdenkt, was er machen soll. Du wirst immer ein billiges Abziehbildchen sein von denen, die du fragst. Das ist ja der Weg, wenn ich jetzt als Udo in euch auftauche, dass ich euch frei machen will. Und da muss ich zuerst einmal dafür sorgen, dass hier alle Gurus erzeugen irgendeine Form von Abhängigkeit. Das ist so, kannst du schauen, ob die jetzt das wollen oder nicht wollen. Und wenn die Lehre wenn komplexer wird, kannst du so leicht in einen religiösen Wahn reinfallen. Ich soll jetzt unser Symbol, unseren Ron, den wir uns jetzt ausdenken, wenn man die Geschichte im Hintergrund ein wenig kennt. Ohne Schuldzuweisung. Immer die einfachen Sätze. Ich verfüge über das Bewusstsein, manchmal sage ich wir, weil ich bin ja du. Dass ich nicht so niemanden, den ich mir jetzt ausdenke, der ihm mir auftaucht, vorwirft, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Ich stehe drüber, beobachte meine eigenen Wertungen. Merkst du, jetzt brauchen wir schon die Ichs. Ich beobachte, wie ich werde. Ich, das sind ja schon zwei. Ich beobachte mich, wie ich werde. Und mache mir bewusst, wie ich werde, aber ich kritisiere nicht, ich bewerte nicht mein eigenes Werden. Dann sage ich, wenn dir den Eindruck kommt, sag ich, wenn du jetzt den Ido reden hörst, dass der was kritisiert, das ist deine Interpretation, ich beschreibe eigentlich nur. Von mir aus ist es vollkommen wertfrei. Die schlimmsten Sachen. Es sind Gedanken. Wie ich immer sage, Film, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film, wenn du ins Kino gehst. Diese Wertung kommt durch das Wertesystem des Beobachters. Der Film selber ist einfach nur, das ist nämlich Reizauslöser. Und dann mach dir mal bewusst, dass in dir von morgens bis abends bloß Wertung abläuft. Und das hängt mit der Personifizierung zusammen auch, was soll ich machen, was soll ich nicht machen, was ist richtig, was ist verkehrt, schön, böse. Das läuft so hammerhart. Und wenn dir das einmal bewusst wird, kommst du in einen Zustand, dass du merkst, du hast keinen Einfluss drauf. Willst du ja gar nicht. Das auch, wir mischen uns ja nicht rein. Mir ist wichtig, dass du der, was der es merkt, und lernt sich darüber nicht aufzuregen. Also nicht mehr zu bewerten. Du musst der werden, der nochmal bewertet, der die Bewerter beobachtet und sich bewusst macht, wie die werden. Wertfrei beobachtet. Und das ist der Doppelschritt, was ich nenne. Das heißt, die Fähigkeit, einfach zu schauen, was ist. Und dann wirst du trennen in zwei. Einmal kannst du feinstoffliche Informationen haben. Das ist alles, was du denkst. Das ging ja so esoterisch. Du kannst in dir Informationen aufbauen, wenn du es denkst. Ich könnte jetzt sagen, du kannst jetzt zum Beispiel an eine Henne denken. Das ist eine feinstoffliche Information. Da kann jetzt eine Henne vorbeilaufen. Das ist auch eine Information, aber auf der VR-Brille. Weil du das außerhalb von dir siehst, aber genau genommen auf zwei flachen Bildern aufbaut. Außen gibt es überhaupt nichts, außerhalb des Kopfes des räumenden Geistes. Und alles, was da auftaucht, kommt von innen. Das ist übrigens alles sofort überprüfbar. Du musst bloß schauen, wenn ich jetzt Worte rede, da habe ich ja so viel, muss man nur die Selbstgespräche hören. Die kann ich jetzt wieder tausendmal wiederholen. Und die Schwierigkeit ist, solange man da in einem so einem philosophischen Modus ist, dass man sich das anhört, ist das alles so klar. Und ich sage, kleine Reizauslöser von aus dem Busch und dann wieder von der Schlafe. Es gibt eine Szene, die sich bei mir häufig wiederholt. Ich bin noch im Traum nachts. Und dann irgendwann stelle ich fest, da ist ein Heiko. Jetzt bin ich mit Heiko. Heiko kommt, ganz kurz, vergiss dein Reden, dass ich immer wieder sage, du musst jetzt beim Heiko, du brauchst nichts. Reden wir von der ausgedachten Figur von dem Körper. Es ist oft der Heiko immer noch da. Das ist ja, wir haben das Programm, wir haben die Maske. Wir haben das Programm und die Maske und das, was du siehst. Das, was du siehst, ist jetzt zusammengefasst, egal ob es auf der VR-Brille realistisch, real ist ja schon Dinge, ist Blödsinn, ob du es hier sinnlich wahrgenommen siehst, ob es im Gesichtsfeld ist oder ob es feinstofflich im Kopf ist. Das kannst du ja sofort überprüfen. Ob ich jetzt hier drehe, ist jetzt
in mein Gesichtsfeld ist auf der Farbbrille. Und wenn ich jetzt an die Andrea denke, dass sie wieder mir sitzt, ist sie falsch. Sie ist in beiden Fällen da. Sie ist in beiden, die ist auch in der, wenn ich hier schaue, und ich denke jetzt an die Andrea, ist die Andrea real. Real heißt, ist ein Ding, weil ich denke an die Andrea ist jetzt für mich der Körper Andrea. Ja. Okay, jetzt ist, dass du das ganze Leben, das du zurzeit lebst, läuft in dir das Programm Heiko, das ist das große blaue Ich. Die Figur Heiko, die du denkst, das kleine blaue Ich ist, wenn du speziell an den Körper denkst, jetzt merkst du, dass in dem großen blauen Ich, das eher wie ein Videospiel ist, da sind jetzt tauchen Körper auf, die können jetzt entweder gedacht werden, oder sie können realisiert im Gesichtsfeld auf der VR-Brille sein. Okay, ich bleibe aber nur in den optischen Bereich. Und diese Filmkörper, die du dir ausdenkst, da sagst du bei einigen, das bin ich. Also ganz oberflächlich, das bin ich, die anderen Körper bin ich nicht. Ich sehe jetzt ja den Udo und ich sehe die anderen Körper. Jetzt ist aber der Witz, dass ich mir ja auch an 20-jährigen Udo denken kann oder an 30-jährigen Udo denken kann, der ist jetzt feinstofflich, da sage ich dann auch noch, das bin ich. Aber die anderen Körper bin ich nicht. Das ist, wenn ich immer wieder sage, du bist, ich bin immer. Und die Gedanken werden die auftauchen. Ich kann doch nicht sagen, die, welcher Gedanke bin ich und der andere Gedanke bin ich nicht. Das ist so simpel. Und du wirst jetzt merken, wie mächtig der Zweite ist. Und darum wiederhole ich immer das Beispiel aus Bleienfeld. Der Zweite behauptet Sachen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Prinzip bedingt. Du kannst nicht überprüfen, ob dein Körper existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Der Erste spricht nur Sachen aus mit Holofeeling, die jedes Kind hier und sofort, wenn du den Gedankengang mitgehst, nachvollziehen kannst. Aber jetzt ist es, dass in dem blauen Ich, das Grundkonstrukt, ist ja erst der KI-Programm, sind auch Vorstellungen von der Vergangenheit. Das können wir jetzt dann wieder aufnehmen, das ist eh zwar schon drauf, aber für wen? Für wen? Das ist immer nur für dich, Selbstgespräche. Der, der es am meisten wiederholt, und darum weiß ich mehr wie ihr, weil ich es mit Sicherheit schon zigtausendfach öfters wiederholt habe. Ich sage immer wieder offensichtlich, ob ich es immer noch nicht verstanden. Nee, da kommt dann das, was man Liebe nennt. Und da macht jeder seine Erfahrungen, dass man dann reinschaut in die Köpfe. Ich denke jetzt an unseren ersten Heiko noch, wenn ich dann unser Beispiel mit Andrea, wenn er der die Grundlage mit dem Geometrie Explorer programmiert hat und er hat dann hier schon, er hat dann nur mit den anderen an sind ja zwei Andreasse, eigentlich programmieren du das ja von der Mieter der Andreas. Und dann frage ich, was ist ein G? Die 3. Und dann sagt er, nee, was, und dann muss ich nachschauen. Der hat den Geometrie Explorer programmiert und er kann nicht einmal aus dem Kopf die Buchstaben, die Zahlen zuordnen. Das sind Fachidioten. Ja, also, jetzt macht den nicht kleiner, das sollte mittlerweile drauf sein, die 22. Immer noch nicht. Wieso überhaupt nicht? Siehst du, und was soll dir das sagen? Dass ich immer wieder sage, du lernst in jedem Leben was anderes. Du kannst es geht nicht um Filmwisserei. Ja. Jegliche Form von Wissen, etwas, was du dir denkst, ist ein Wissen. Darum ist ja W ist gleich B ist ein Wissen. Ein kleines Häppchen, das in dir auftaucht, das in Verbindung steht mit irgendeiner raumzeitlichen Erscheinung, was zwangsläufig schon gegeben ist in dem Moment, wo du dir das vorstellst. Ob du das symbolisch vorstellst, sobald was zu existieren anfängt, ist das Wissen. Diesem Wissen, das ist vergänglich. Das ist im Predigerlesen nichts Neues, Nichtigkeit. Es wiederholt sich wie in einem Mandelbrotfraktal immer wieder dieselbe Form, die zwar selbstähnlich sind, aber auf derselben arithmetischen Wurzel aufbauen, wenn man das Mandelbrot kennt. Das, was ich euch erkläre, ist die göttliche Weisheit. Aber um die mitzuteilen, die hat nichts mehr zu tun mit irgendeinem Phänomen, das du dir ausdenkst, sondern es beschreibt dir, wo das herkommt, was du dir ausdenkst. Aber um mit dir zu kommunizieren, und jetzt ist wieder Bleienfeld. Der Erste, ich habe begonnen im Bleienfeld. Wir denken uns jetzt einmal zwei Menschen aus. Ich denke mir zwei Menschen, ich bin du. Einfach zuhören, kann jeder 13-Jährige verstehen. Ich denke mir zwei Menschen aus und ich sage jetzt, die zwei Menschen sind wie zwei Computer. Beim Computer sage ich, das sind zwei Gehäuse mit zwei Computerchips verschiedene, mit zwei verschiedenen Programme und zwei verschiedene Bildschirme. Das sind die Menschen, das sind zwei verschiedene Körper mit zwei verschiedenen Gehirnen, mit zwei verschiedenen intellektuellen Systemen in der Sprache anderer Schwamminhalt. Wenn jetzt der eine Mensch irgendeine Idee hat, einen Gedanken, eine Information und will das den anderen Menschen mitteilen, kann er das nur über die Sprache machen. Das heißt, er spricht, diese Geräusche kommen beim anderen an, das sind die Signale wie beim Computer, und der andere kann nur in dem Moment in seinem Bildschirm dieselbe Bild aufbauen, wenn er aus diesen Worten dieselbe Vorstellung generiert. Ansonsten reden die aneinander vorbei. Es ist keine Kommunikation möglich.
und du hast überhaupt keine Ahnung, jetzt bewusst ausgedacht, wie Menschen aneinander vorbeireden. Was ich zum Beispiel merke, das Spiel, wenn wir immer, heute vielleicht spielen, wenn wir dann reingehen und das aufnehmen, sollten wir das machen, wir lassen es ja fließen, dass man mal einen ganz anderen Modus, nicht, dass du oder sich hinsetzt und spricht, sondern ihr stellt wirklich einmal Fragen. Oder ich frage euch was. Ich kann mich jetzt erinnern, Krause, wo dein Bekannter am Stammtisch war. Ja. Da kommt der Bekannter vom Krause, der wusste nichts. Dann sitze ich, rede wenn, der sitzt sich mit zu, der hat mit ihm was gemacht. Also wollte danach was machen, die hatten einen Termin, aber der hat sich dann dazu gesetzt, die haben sich getroffen am Stammtisch, dann erkläre ich halt so einfach Holo-Feeling leid, der hört dann zu und dann fragt er mich, bist du ein Philosoph? Und dann Blödsinn und was ich mit hier und jetzt bewusst gedacht, mit tausenden Menschen schon gemacht habe, wenn ich als Udo was frage, ich sage vorher noch, pass auf, stell dir vor, ich wäre jetzt ein Kind. Ich weiß es nicht, sonst würde ich dich nicht fragen. Ich frage dich jetzt was, was sagst du dann zu dem Kind? Dann sage ich zum Beispiel, du Onkel, was bedeutet eigentlich, ich höre immer Mathematik, was bedeutet Mathematik? Ich gehe jetzt da nicht drauf ein, was mir wichtig ist, dass dann ein Gesurze kommt von den Leuten, das würden die nie zu einem Kind sagen. Das würden die nie sagen. Wenn sobald ich da sitze, kommt da ein Geschwitz und ein Gesurze, oder dann habe ich ihn gefragt, dann, was denkst du, wenn du an nichts denkst? Und dann hat der philosophisch geschwollen losgelegt ohne Ende. Das ist, weil die wollen, das ist so lächerlich, das ist so unendlich lächerlich. Und die Antworten sind eigentlich schon immer wieder da. Ihr wisst es mit Holofeeling, wenn man das studiert. Einfach Selbstgespräche hören. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? An das, siehst du, das sind so Sachen, doch. Du denkst an das Wort nichts. Du denkst nichts. Mehr geht nicht. Aber dieser Gedanke, dieses Wort, dieses Geräusch, egal wie wir das jetzt nennen, ist ja eine Information. Das existiert in dem Moment. Darum sage ich, sobald du an nichts denkst, denkst du, jetzt hast du mal das Wort nichts. Aber dieses Wort symbolisiert einen Zustand eines nicht gedachten Gedankens. Das heißt, das Wort selber, das du jetzt denkst, ist nur, das mache ich dann rot geschrieben. Ist ein Symbol für etwas, was nicht gedacht werden kann. Das kann gewusst werden. Und da stürzt schon die Hochelite der Philosophie ab. Mein Lieblingssatz, habt ihr so oft gehört, immer, probiert es einmal bei euch mit euren Tierchen in euren Traum. Was hat eigentlich ein Känguru in Australien, ein Neandertal in der Steinzeit und der Eiffelturm gemeinsam? Du hast keinen Film, der nicht Holofeeling gelesen hat, der das weiß. Ich sag dann dich, wieso mich? Weil du dir das jetzt ausdenkst. Du, das ist deine Gedanken, alle drei Sachen, der Känguru genauso wie der Eiffelturm und der Neandertal. Die Antworten sind da, das ist aber den normalen, hochstudierten, intellektuell, materiell verblendeten Menschen vollkommen nicht möglich, das Einfachste zu sehen. Darüber diskutiere ich einmal mit Trockennase auf. Und dann irgendwann kommst du in einen Zustand, dass du das als eine schöne philosophische Spielerei siehst und gar nicht merkst, dass das die absolute Grundlage ist, einen vollkommen neuen geistigen Bereich zu betreten. Und da wird der Gedanke von dir niemals hinkommen, einseitige Aussage. Ich unterhalte mich jetzt mit Menschen, mit Programmen, die nur einseitig denken können. Wenn ich sage, da wird ein ausgedachter Mensch niemals hinkommen, muss eine andere Seite gehen. Jeder ausgedachte Mensch kommt dahin in dem Moment, wo ich ihn einmal denke. Stimmt oder stimmt? Merkst du, wie einfach das ist? Das schreit dich alles an, wenn du zuhörst. Und das ist so, das ist alles zu einfach. Weißt du, wenn ich Lösungen mache, die Leute machen sich das Leben zur Hölle. Ich weiß jetzt nicht, wieso mir mein Holger wieder einfällt. Aber wirklich aus nichts. Und dann gibst du die Lösungen und die wollen nicht ums Verrecken. Und dann merkst du, was soll mir das jetzt sagen? Versuch nicht, verdammt nochmal, schon wieder einen Gedanken von dir was zu erklären. Es ist ungefähr so, wenn dein Computer spinnt, abstürzt. Und du willst ihm jetzt erklären, dass das nicht in Ordnung ist, was er macht. Da kommst du gar nicht drauf. Aber wie sieht es aus, wenn deine Frau oder dein Mann nicht so tickt, wie du das willst? Aber so eine die ganze Zeit, ist doch kein Unterschied. Das sind beides Gedanken. Du definierst die Gedanken Mensch, Trockennasen, aber bloß anders wie die Gedanken Computer. Es ist, du lebst in der Welt einer Definitionen. Und der Zwang zu meinen, an was da musst du dich, spiel deine Rolle, spiel den Narren, Helmut. Der gute Kevin? Den Stress machst du dir dann selber. Bist du der Starke?
Hast du einen Schnack? Das ist ein Prozess, der dauert ein ganzes Leben. Wie lange dauert dein Leben? Eine Sekunde, 1000 Jahre. Das ist nur ein Gedanke. Das ist immer, wenn ich so mache, das ist wie wenn du ein YouTube laufen lässt. Du stellst dir mal vor, wir drücken jetzt auf Start und dann hörst du eine Sekunde. Ende. Ich lass einmal nochmal laufen. Eine Sekunde. Jetzt pass auf, jetzt will ich ein anderes YouTube abrufen. 1000 Jahre. 1000 Jahre. Wie lange jetzt eigentlich die 1000 Jahre? Haben doch genauso lange gedauert wie die Sekunde. Das dauert, solange du dran denkst. Es existiert, solange du dran denkst. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Immer dran denken, existere heißt heraustreten aus. Du stellst es, was du dir auch immer vorstellst. Du kannst jetzt an eine Erdkugel denken und du kannst an eine Sandkorn denken. An was denkst du bei der Erdkugel? Eine riesengroße Kugel, 40.000 Kilometer Umfang. An was denkst du an der Sandkorn? An ein kleines Kügelchen, 1 Millimeter, 2 Millimeter. Aber das, was du dir jetzt vorstellst, wenn du das nur denkst, ist es nicht da außen, wo du dir es hindenkst, es ist in deinem Kopf. Und wenn du das vergisst, dass das in deinem Kopf ist, dann meinst du, du hast mit der Erdkugel, die du dir jetzt ausdenkst, nichts zu tun. Die doch jetzt nur ist, weil ich die Worte widerspreche und das in Maßsetzung deines Programms eine Vorstellung macht. Aber jetzt die Frage, da die Erdkugel, die du dir jetzt denkst, nur existiert, wenn du sie denkst, ist die Erdkugel in deinem Kopf drin? Nächstes großes Problem, wenn du an die Erdkugel denkst, denkst du dann an deinen Kopf? Merkst du, wie einfach das ist? Der existiert doch auch erst, wenn du an deinen Kopf denkst. Das ist so simpel, das hebt alles aus den Angeln. Und jetzt bei Holofeeling, das ist das Einfache. Das gibt es in vielen Variationen, auch bei Esoterikern, zwar nicht so brutal wie mit Holofeeling, wenn du suchst, aber im Prinzip schon. Das jetzt natürlich da im Hintergrund auch die ganze Arithmetik mitspielt vom Computerprogramm selber. Das bietet dir überhaupt keiner. Und da gibt es auch, ich sage immer, wenn du mir bringst, wenn die den Mund aufmachen, sage ich dir, was hier ein Guru ja nachschwatzt oder welche Bücher er gelesen hat, welche Lehre er anhängt. Heute Morgen habe ich wieder ein paar so ESO-Köpfe gehabt, die philosophieren über die Bewusstseinsstufen. Du musst immer die anderen Minuten schon wieder ausmachen, weil du merkst, du hast überhaupt nichts verstanden. Es ist so, weil du wirklich merkst, weil für die ist Bewusstsein etwas, was die Menschen haben. Bewusstsein ist das, was sich diese Menschen mit dem besitzenden Bewusstsein ausdenken. Aber was ausgedacht ist, ist vergänglich. Und solange du nicht begreifst, was in dem ganzen Spiel deines Lebens der unvergängliche Parameter ist, das heißt, solange du nicht erkennst, was du selbst bist. Wenn du es dann verstanden hast, hast du keine Zukunftsangst mehr. Vor was? Das ganze Leid ist immer, einen Zustand aufrechterhalten zu wollen. Ich will ja wieder laufen können. Das ist die volle Identifikation und jetzt hören wir uns den Kleinen wieder an und der reitet genau darauf rum. Du musst dich loslösen, du musst der Beobachter, man sagt er, und dich nicht mehr identifizieren mit irgendeinem Geld. Der bringt es auf den Punkt. In der Irrenart, wenn er die Augen auftreibt, das Neue hat er hier, das heute Morgen ganz so Neues wieder reingestellt, hat er zwei Zickis hinter dem Ohr, dann grinst er, man sagt, in die Kamera, hast du den angeschaut schon? Ja, ja. Hast du den noch nicht angeschaut gestern? Du kannst sagen, oh Leute, das gibt er denn mit Genuss. Hast du den reingestellt heute Morgen? Na, den neuen, das ist ja weg jetzt, das reicht das eine. Der Sinn, wenn du auf seine Seite gehst, also anklickst du, den YouTube ist ja Unmenge drin, das reicht. Der ist, sagt er immer dasselbe. Das reduziert sich auf die paar Sätze mit vielen Ausuferungen hier mit den Angler. Da kommt der Angler, wo er sich auf, das ist so geil, wo er sagt, hier, schau, einverstanden sein. Ja. Weil dann der Angler, er ist im Wald immer nur und filmt sich selber und hier treibt die Augen raus. Mhm. Müssen wir dann fast einmal laufen lassen. Ich habe einen Laptop, aber mein Internet ist das doch hier in dem. Ach so, der lebt das Internet. Ich hatte, weil du sagst, ich soll es mir anrufen. Ja, ich habe ein Tablet, da kommt mir noch ein Tablet an. Ja, das aber ist nur das am Chat gestern. Nee, müssen wir hin. Ich habe gesagt, ich will ja mein Ding haben, müssen wir jetzt ein hier Internet, geht ja nicht. Da müssen sie einen Verstärker haben, ja damals reinbaut, hat es doch das Theater bei den ersten Aufnahmen. Brauchen wir doch alles nicht mehr. Nein. Das ist wichtig, was wir jetzt gesprochen haben. Das reicht. Reit auf den rum. Und wenn das dann durch hast, so ist, Bewusstsein hat nichts damit zu tun, dass du das Programm beschreiben kannst. Das ist nicht intellektuelles Wissen. Das ist nicht intellektuelles Wissen. Es ist diese absolute Präsenz. Und dass natürlich viele hier dann doch in einem nachgeblabberten Wissen drin hängen, wo sie meinen, sie hätten Bewusstsein. Und du siehst schon mal die Figuren, Menschen, die du dir ausdenkst, können das nie verstehen, weil das Facetten, das sind Gedanken, wenn von denen der immer ist. Wer ist immer? Und darum sage ich, ich erzähle jetzt den, der mich ausdenkt. Diese ganz einfache Erkenntnis, der sich jetzt den Uwe ausdenkt, der jetzt den Uwe sprechen, ja, dem erzähle ich das. Weil du der Einzige bist, der immer ist. Du bist auch dann da, wenn du nicht an den Uwe denkst, du bist auch dann da, wenn du nicht an den denkst, der du zu sein glaubst. Du hast ständig wechselnde Bilder und die sind entweder
Auf der VR-Brille, das ist das, was du im Gesichtsfeld hast, oder nur feinstofflich? Da habe ich so die schöne Metapher, Heiko, wenn wir in der VR-Brille Sachen ausprobieren. Dann sind wir ja mehrere und einer kann ja nur die VR-Brille aufsetzen. Und dann haben wir das Bild von der VR-Brille auf dem Monitor. Mhm. Das, was auf dem Monitor ist, ist das feinstoffliche Gedachte. Und wenn es dann auf die VR-Brille kommt, dann stehst du mittendrin. Ja. Das ist die schöne Metapher dazu. Ist aber beides vom selben angesteuert. Und das ist das, was ist. Und das, solange du das als eine philosophische Spielerei ansiehst, hast du verloren. Das ist das, was ist. Ich habe nur ein anderes Erklärungsmodell im Hintergrund. Und jetzt ist es verrückt, dass im Holofeeling, das sind auch so Sätze, da ist wirklich kein Feindbild. Es sind viele, die hören raus, dass ich Feindbilder hege. Ich sage, durchaus möglich, weil ich in der Welt der Perspektiven bin und ich sehr oft eine einseitige Aussage mache, aber ich immer darauf hinweise, dass ich dann das Gegenteil davon, das im selben Moment da ist, für einen, der noch chronologisch denkt, das erst danach erklären kann. Und wenn einer schon abstürzt, ich sage immer, wartet doch meine Erklärungsmodelle ab. Und das ist die erste Grundwelle, ich zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, das symbolisiert einen Zustand, dass du mit was konfrontiert wirst und du stürzt sofort ab und sagst unmöglich. Das sagst du nicht einmal, das musst du dir bewusst machen. Und dann denkst du keine Sekunde mehr weiter, weil das für dich unmöglich ist. Und wenn du die Erklärung abwartest, ich sag mal, dann zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht und dann wirst du plötzlich feststellen, dass da nicht bloß eine Lösung, sondern ganze Haufen Lösungen gibt. Und das Gegenteil davon ist genau andersrum. Das sind Sachen, die du hörst, die unbewusst für dich hundertprozentig sicher bewiesen sind, obwohl du keiner das nicht einmal überprüfen könnte, wenn er wollte. Blinder, dogmatischer Glaube. Das sind diese beiden Extreme. Wenn du die nicht komplett aufgelöst hast, wirst du bis in alle Ewigkeit unfrei bleiben. Weil dein Wertesystem, ob was stimmt oder nicht stimmt, ob das bewiesen ist, ist ja nur dein Schwamminhalt. Und das Beispiel mit dem Schwamminhalt erklärt dir, dass das voll austauschbar ist. Egal welchen Glauben einer hat, der mir zuhört, wenn er diese drei Sachen, Dasse, Schwamm und Erster und Zweiter verstanden hat, muss ihm klar sein, dass egal was einer behauptet, wenn du den seinen Schwamminhalt hättest, wäre das für dich vollkommen logisch, auch wenn du mit deinem jetzigen Schwamminhalt im Vergleich die Haare zu Berge stehen. Es züchtet Demut in dir, es lässt Demut in dir wachsen. Und einen riesen Respekt vor der Meinung eines jeden Menschen, weil ich ganz ernst sage, jeder, egal was er äußert in deinem Traum, der hat Recht. Jetzt wirst du aber neugierig, was für ein scheiß Programm muss in den laufen. Und das Irre ist, wenn du dann wirklich nur dieses Programm von dem laufen hast, wirst du plötzlich feststellen, dass dein, von dem Programm aus gesehen, dein Programm ein scheiß Programm ist. Für einen, dem wo was logisch erscheint, das sind immer, wo ich sage, die Blogger, die wir uns jetzt bewusst ausdenken, die im Internet sitzen. Es gibt keine Internetseite oder Buchseite, wo du mir zeigst, wo was behauptet wird, wo ich dir nicht etliche, tausende oft zeige, wo es genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Warum bist du dir so sicher, dass die Seite, die du nachplapperst und in deinem Kopf verwirklichst durch deinen Glauben, dass das die einzig richtige ist? Weil die Seite ist kompatibel mit deinem Programm. Das erscheint dir logisch und die anderen erscheinen dir unlogisch. Aber da du dir deinen Schwamminhalt nicht raussuchen konntest, ist das alles austauschbar. Das ist dann die absolute Toleranz. Ich guck mal zu meiner Maus, die sollte meinen Dampfer geben. Sei so nett. Sei so nett. Und darum ist das, wiederhole ich das, Leute, weil ich wiederhole es für den, der mich jetzt ausdenkt, weil du es noch nicht wirklich hundertprozentig erbracht hast. Und wenn das für dich so selbstverständlich war, ist wie die ganzen Mechanismen, die zurzeit in deinem Leben ablaufen, das sind Rituale. Jeder Mensch, also jedes blaue Ich, läuft in einem komplett eigenen, bei Menschen träumen dran, jeder seinen eigenen Traum. Und jetzt darfst du nicht den Fehler machen, dass du dir jetzt, wenn du dir Träume in den Menschen ausdenkst, das sind schon Figuren auf deiner Leinwand. Du kannst in die nicht reinschauen, direkt. Und es ist immer derselbe Geist, wie ich sage, der die ganzen Leben lebt, der vom Bücherregal steht, als konstanter Parameter für die ganzen Leben. Sobald er ein Buch in die Hand nimmt, sind die anderen Bücher weg, jetzt hat er auf den Seiten vor sich, jetzt fängt er da an, das Programm abzurastern, dieses Spiel, dann gehst du von dem JCH in das ICH. Und dann hast du aber schon das Problem, dass das normale ICH schon identifiziert ist mit der Hauptrolle von dem Buch, das du siehst. JCH identifiziert sich nicht mehr mit einer einzigen Hauptrolle, der dann wirklich das Holo-Feeling, das Gefühl, alle oder alles zu sein, verstanden. Da kommt jetzt Theorie und Praxis. Wenn du nachts träumst, hast du das große blaue Ich und dann kommt irgendwann der Heiko, das kleine blaue Ich.
In dem Traum, das große, ganz einfach, das große blaue Ich ist das Programm. Jetzt mach mal, du Geist bist der Computer. Das ist ganz einfach auszudrücken. Du bist der Computer und ein Computer braucht ein Betriebssystem und er braucht Programme und Daten. Alles, was auf dem Bildschirm auftaucht, ist auf einer tieferen Ebene, nicht vorher. Vergiss das vorher. Ich sage immer die Transversale. Es ist immer gleichzeitig da. Das sind wie Grundwellen, Oberwellen, Oberwellen, Oberwellen. Alles, was auf dem Bildschirm, das heißt in deinem Bewusstsein auftaucht, egal ob es auf der VR-Brille, das heißt, ob du das sinnlich wahrgenommen siehst, du siehst es ja immer hier, da außen ist nichts. Oder ob du es nur feinstofflich denkst. Ist vorher schon auf einer tieferen Ebene in dir drauf. Okay, jetzt sage ich dann nochmal, dass ich jetzt zum Beispiel sage, Personifizierungen, die KIs, das ist eine KI in einem Programm und das Betriebssystem ist dann das Spiel. Aber dieses Spiel ist wieder bloß eine Facette von vielen Spielen, die du drauf machen kannst. Das ist nur immer größere Chatkomplexe. Und dein ganzes Leben lang ist, du bist der Leser, das ist jetzt der Computer, ist der Leser und das Programm, das in dir läuft, in Bildern, ist mehr oder weniger, beim Buch wären das jetzt die Seiten, die Bilder, Einzelbilder in einem Film. Okay? Das heißt, du bist durchaus, das Heigo-Programm läuft auch, wenn du nicht an den Körper, an das kleine blaue Ich vom Heigo denkst. Das war jetzt deine Frage. Ich habe deine Frage beantwortet. Hoffe ich. Wahrscheinlich ja, aber ich sehe es nicht. Also pass auf, der Mensch Heigo, der sitzt ja oft da und der grübelt jetzt irgendwas nach, weil er an seinem Computer was machen will. Und da ist nicht ein Hauch von Gedanke an deinen Körper, an deine Nase, an deine Augen, an dein Gehirn. Kein Hauch. Da ist nur der Geist mit einer gewissen Information. Wenn sie zum Beispiel daheim sitzt und sagt, jetzt was koche ich heute Abend? Oder wie mache ich die Soße? Oder egal was. In dem Moment ist nur ein Geist, der Informationen aufwirft in Bezug auf Koche, auf Soße. Und da ist kein Hauch von deinen Gedanken an deine Haare, an deine Figur, an deine Frisur. Nichts. Es bist du Geist, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut. Und es ist immer bloß die Gedankenwellenkomplex dort, der zurzeit von dir aufgeworfen wird. Und wenn du jetzt an speziell an den Körper vom Heigo denkst, dann taucht das blaue Ich, das kleine blaue Ich auf, wo du sagst, das bin ich. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Udo rede, keine Sekunde in Schlangenphasen dieser Rede, die wir uns jetzt wieder Zeitfenster ausdenken, habe ich so viele Körper gesehen, aber was hundertprozentig nicht da war, war der Körper vom Udo. Jetzt, wo ich darüber spreche, das habe ich gesagt, jetzt mache ich ein Zeitfenster, war die ganze Zeit der Udo da und schon die Frage, ob der Körper vom Udo die ganze Zeit da war, in dem Zeitfenster habe ich im Hintergrund die Frage nach dem Udo, darum hast du sofort das Gefühl, selbstverständlich war ich die ganze Zeit da gesessen. Was aber schlichtweg eine Selbstlüge ist. Ich spreche gar nicht von dem Körper, ich spreche von dem Konstrukt und Weltsystem von Heiko. Du hast jetzt gerade, Ausgangsbasis war die Frage mit dem kleinen blauen Ich, ist das immer da? Und ich sage, das ist dann da, wenn du es denkst. Lass mich das so mal in Ruhe formulieren. Formulier es in Ruhe. Ich bin im Traum. So, und jetzt kommt irgendwann diese Feststellung, ach, ich bin ja in dem Bett und bin ja Heiko. Und in diesem Moment kommen auch all die Probleme des Heiko. Die waren eben noch nicht da. Das heißt, ich merke jetzt kriege ich ein Programm zum Arbeiten, was ich eben noch nicht hatte. Und da ist eine gewisse Ablehnung, also ich habe so eine Phase hinter mir, ne? Das ist eine Ablehnung, scheiße, jetzt habe ich das Heiko-Programm wieder am Hals hier und all die Probleme des Heiko. Aber es ist ja auch eine Wertung. Wer wertet das? Weil das Programm kriege ich doch gerade erst. Aber es ist ja einer, der das nicht haben will. Also ich meine, jetzt bin immer ich. Aber ich meine, du gehst einen Schritt, das Heiko-Programm läuft zu lange, auch wenn du nicht an den Heiko denkst, aber nicht an das Heiko-Programm denkst. Aber das große blaue Ich ist das Programm. Das große blaue Ich ist das Buch. Und die Einzelbilder, die in dir auftauchen, die entspringen aus diesem Programm. Also zu sagen, oh scheiße, jetzt läuft wieder das Heiko-Programm, nimmst du nur das Wertesystem, wo du vom Heiko nimmst. Das ist, solange du das Leben vom Heiko liest, du bist der Leser, hast du das Heiko-Programm im Hintergrund laufen, egal was du denkst, ob du dir ein Heiko-Programm ausdenkst, ein ausgedachtes Heiko. Es ist auch das Heiko-Programm, wenn du überhaupt dann das Buch Heiko ist das Programm. Du durchschaust, das ist wie, nochmal wie wenn du ein Buch liest. Und jetzt ist natürlich ganz interessant, dass hier in dem Buch, nochmal, es ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung. Darum kann man das auch verstehen. Die Wirklichkeit baut genau auf, aber komplexer. Darum soll ich mir jetzt statt dem Buch einen Film laufen lassen, da hast du eine DVD. Und jedes Bild, das auftaucht, immer jetzt, ist vorher schon auf der DVD da. Die ersten, genauso wie die auf der unteren Ebene, ist praktisch diese Illusion, dass das von der Vergangenheit, das ist der Film.
Aber dieser Film, die ganzen Bilder, wenn wir jetzt Einzelbilder hinmachen, die sind eigentlich alle gleichzeitig, wie die Worte in der Zeile. Das ist so trügerisch, das chronologische Denken und das unbewusste raumzeitliche Denken. Da kann ich immer wieder, wenn jetzt neu, wenn ihr die nicht so hört oder ganz alt seid und eine Zeit lang ausgestiegen seid mit Holofeeling, diese einfache Metapher mit dem Buch, mit den Zeiten, dass du immer eine Kollektion hast, du hast ein Buch in der Hand, das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Sobald ich das in der Hand habe, ist mir, wenn ich mir jetzt Gedanken mache, dass das aus vielen Seiten besteht und jede Seite sind viele Wörter drauf, zahlen Sie erst einmal unseren Wörter, um das feiner zu stufen, dass das alles gleichzeitig ist. Egal, wo ich jetzt bin im Buch, wenn ich lese, ich schaue Worte an und die machen in mir Bilder. Und zwar jedes Bild denke ich jetzt. Ich denke jedes Wort, wenn ich lese, spreche ich jetzt aus. Das, wo ich doch tausendmal gesagt habe, wir denken uns jetzt einfach mal eine Zeile, da steht 1, 2, 3, 4, 5. Wir schauen die Zeile an und sobald du die Zeile anschaust, ist eine Kollektion. Ist dir doch klar, dass diese 5 Ziffern oder Zahlen gleichzeitig da sind. Wenn ich jetzt, wenn das die erste Zeile von einem Buch ist, siehst du, dass die ganzen Worte gleichzeitig da sind. Schaue ich das Buch an, sehe ich aus, dass die ganzen Seiten jetzt da sind. Jetzt gehen wir wieder in diese Zeile und jetzt ist der Witz, du kannst aber die Worte nicht gleichzeitig aussprechen. Aber jedes Wort, das du aussprichst, sprichst du jetzt aus. Du sagst jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt schau mal in dich rein, wie hat mir dir der zweite illusioniert, dass du die Worte zeitlich, chronologisch nacheinander gesprochen hast. Du sagst jetzt 1, Geräusch, 2, 3, 4, 5. Und jetzt schaust du die Zeile an. Du hast es ja nur rausgehoben. Du hast aus den einzelnen Worten ein Geräusch gemacht, wo du jedes Wort jetzt aussprichst. Und jetzt schaust du die Zeile an und jetzt ist irgendwer in dir drin, der redet, die Eindruck, dass die hast die zeitlich nacheinander gesprochen. Obwohl das Erste ist, wenn du die Zeile wieder dir denkst, wo ja auch wieder alle Worte gleichzeitig sind, oder du bist auf einer Ebene, dass du mehrere Worte nicht gleichzeitig aussprechen kannst. Und dasselbe passiert jetzt. Die Zahlen, habe ich doch im weißen Buch habe ich das schon gesagt, das ist ein Sechstes. Das heißt, jede Stufe, wo du tiefer gehst, wird die Zeit langsamer. Pass mal auf, ich mache mal einen Zeitakt der Worte. 1, 2, 3, 4, 5. Wort, 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 Wort. Jetzt gehen wir einen Zeitakt tiefer. Traum. Wort, 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 Wort. Zeile. 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 Jetzt gehen wir noch eine Stufe tiefer. Seide. Ja. Seide. Seide. Jetzt können wir noch eine Stufe höher. Buch. Buch. Ja, genau. Jetzt kommen wir in die Ebene des Bücherregals. Bücherregal. Jetzt seid ihr bei Obi. Wenn ihr in der Bibliothek seid, weil das sind auch auf dem Bücherregal. Da kann man noch mal eins drüber gehen. Wenn du die Bibliothek bist, bist du Obi. Wenn du ein Bücherregal bist, bist du das rote Ich? Wenn du bloß ein Buch bist, das JCH, wenn du bloß ein Buch bist, bist du das ICH und dann kommt dann das Buch symbolisiert, darum ist das rote Ich mit dem blauen Ich verbunden. So wie das JCH mit einem ICH verbunden ist. Jetzt haben wir dieselbe Stufung. Ja. Können wir jetzt, wenn du denkst, das ist rein ein arithmetischer Aufbau eines Fraktals des Denkens. Und umso mehr du dich da damit beschäftigst, was du meinst, wie unendlich lächerlich die ganzen Probleme sind, wo du dein Hier und Jetzt ausgedachtes Leben lang unbewusst dir selber erschafft hast. Überlebensängste. Wie oft habe ich gesagt, morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier, Helmut. Das heißt, wenn du das verstanden hast, hast du keine Zukunftsangst mehr. Es wird morgen nichts passieren, du wirst nicht morgen sterben, nicht übermorgen, du fliegst nicht morgen aus der Wohnung raus oder übermorgen. Es tauschen sich die Bilder aus dem Hier und Jetzt. Und es ist vollkommen unmöglich, dass morgen irgendwas passiert. Wenn es passiert, passiert es heute. Weil eigentlich jeder doch heute ist. Selbstverständlich kann ich heute an morgen denken und ich kann heute denken, was ich morgen alles mache. Aber wenn ich es dann mache, mache ich es heute. Der Gedanke an etwas ist eine feinstoffliche Spinnerei. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt feiner. Jeden Moment, den ich heute denke, denke ich jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und dann, wie ich immer wieder sage, und dann kommen die Spinner, die das runterpredigen, weil sie nachquatschen und sagen sie, vor 5000 Jahren haben die Maya und vor 2000 Jahren wurde Jesus gekreuzigt. Da merkst du 6 Sätzen, nichts verstanden. Klasse, wiederholen. Und das ist jetzt nicht diskutierbar, was ich euch erzähle. Jede Gedankengänge mit. Es stellt sich nicht einmal die Frage, ob so ist, ich beschreibe, was ist. Stimmt oder stimmt?
Aber wie ist das im Zusammenhang zu bringen mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung? Weil ich kann ja im Jetzt an mir was denken und gleichzeitig weiß ich ja, dass irgendwas immer eine Ursache und Ursache, Wirkung, Ursache und eine Wirkung, Folge. Ursache und Wirkung ist austauschbar, weil die Spiegelbilder sind, wie jede Frage eine Antwort hat. Wenn es jetzt eine geistreiche Frage ist. Das heißt, was ist das Gesetz von Ursache und Wirkung? Was ist letztendlich die Ursache für einen Wendberg? Was ist mental. Die Ursache? Richtig. Du kannst es wirklich auch umdreht sagen. Ja, ja. Jetzt ja. Setz für Wendberg und Wendal Ei und Henne. Bloß ich meine, in dem Moment, wo ich ja das Gesetz von Ursache und Wirkung anerkenne, erkenne ich ja auch einen... Moment, du machst immer noch den Fehler. Jeder, der diese Kausalität anspricht, geht sofort in die Chronologie mit vorher und nachher. Ja, ja. Und die Schwierigkeit ist, dass immer wieder der Berg und das Tal kommt, zuerst das Ei und dann die Henne oder zuerst die Henne und dann das Ei. Der Witz ist im Großen und Ganzen, dass du eine zusammenhängende kybernetische Schleife. Die kybernetische Schleife habe ich übrigens alles erst in den letzten Selbstgesprächen bin ich ansatzweise darauf eingegangen, weil ich sage, wenn ich ein Wort ausspreche, könnte ich ein 400-Seiten-Buch draus machen, wenn ich das genauer erkläre, was natürlich in eurer Auffassungsgabe überhaupt nicht drin ist. Aber um das einmal klar zu machen, kybernetische Schleife, mein Urbeispiel, wo ich in Almina schon erklärt habe, ist mein Heizkörperbeispiel. Heizkörperbeispiel ist relativ simpel, ich wiederhole es, weil ich einige Fragezeichen sehe vor in den Augen. Wir denken uns jetzt einmal ein geschlossenes System, einfach zuhören. Und das ist ein Heizkörper, an dem Heizkörper ist ein Regler dran, das nennen wir auch Thermostat oder Regler und die Raumluft. Und jetzt in unserem normalen Denken, ich bleibe jetzt völlig in einer Logik, ist, dass ich in den Thermostat, in den Regler 20 Grad einstelle und dann wirst du sagen, diese Einstellung, dieser Regler ist dafür verantwortlich, dass wenn außerhalb dieses Zimmers die Temperatur extrem schwankt zwischen meinetwegen plus 5 Grad und minus 20 Grad, habe ich immer konstant plus 20 Grad in meinem Zimmer. Das heißt, wer ist dafür verantwortlich, dass im Zimmer die Temperatur konstant bleibt? Dann wird jeder normale Mensch sagen, der Regler, der Thermostat. Und wenn man das jetzt genauer anschaut, das, was die meisten Menschen nicht machen, das ist eine kybernetische Schleife. Eine kybernetische Schleife sieht folgendermaßen aus. Wir gehen jetzt das einmal im Gedanken durch. Wir halten fest, wenn der Regler sagt, Warmwasser an, der schaltet praktisch ein, dann wird der Heizkörper warm. Wenn der Regler sagt, Warmwasser stoppt, dann wird der Heizkörper wieder kalt. Das heißt, wir können eindeutig sagen, dieser Heizkörper ist ein Sklave des Reglers, weil wenn der Regler sagt, ich lasse jetzt Warmwasser laufen, wird er heiß, ob er will oder nicht. Und umgekehrt, wenn er wieder abschaltet, wird er wieder kalt. Also bestimmt der Regler die Temperatur vom Heizkörper. Okay, jetzt wird es interessant. Der nächste Parameter ist Heizkörper-Raumluft. Wenn der Heizkörper heiß wird, wird die Raumluft warm, ob sie will oder nicht. Und wenn der Heizkörper wieder kalt wird, wird die Warmluft kalt. Also ist die Raumluft ein Sklave des Heizkörpers, weil der Heizkörper bestimmt, wie die Raumluft ist. Aber jetzt kommt die kybernetische Schleife. Wenn die Raumluft heiß wird, kommt ein gewisser Punkt und dann wird der Regler abschalten. Und wenn das kalt wird, die Raumluft, wird der Regler wieder einschalten. Also ist der Regler ein Sklave, der reagiert auf die Raumluft. Und jetzt gehst du das ganze System durch und du wirst feststellen, das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Es ist sehr oberflächlich zu sagen, der Regler regelt das. Da gibt's, weil jeder dieser drei Parameter in dieser simplen Beispiel eigentlich nur immer das Nachfolgende auf das Vorhergehende ist und durch diese Schleife schließt sich das. Und ich habe jetzt gesagt, wir haben ein geschlossenes System. Jetzt könnte ich dann sagen, wer es eigentlich bestimmt ist, der Mensch. Ich stelle im Wohnzimmer andere Temperaturen wie im Badezimmer. Aber der wiederum ist auch wieder Logik getrieben. Weil Eskimo wahrscheinlich sich bei anderen Temperaturen wohlfühlt wie Schwarzafrikaner. Was man angenehm. Das ist immer wieder ein System drüber. Das heißt, du hast Schleifen. Okay? Und das ist ja das große Problem jetzt auch mit einem mit der Henne. Ich habe übrigens, wenn ich sie wieder wegzugleiten scheine, ich habe deine Frage nicht verändert. Das Thema war die Kausalität. Die Kausalität im weltlichen Denken, im naturwissenschaftlichen Denken ist verbunden mit einer chronologischen Zeit, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. So, und jetzt machen wir mal so, ich habe mal ein Video reingestellt, es ging um den Apfelbaum. Das ist auch eine Schleife. Der Apfelbaum ist, dass ich so, wir brauchen einen Kern, dass es einen Baum gibt, der Pflänzchen gibt. Da muss das Pflänzchen so groß werden, dass da irgendwann einmal aus dem Stamm Äste rauswachsen. Und dann kommen 2G. Und an den 2G hängen dann Blüten dran und die Blüten werden so Äpfel. Und in den Äpfeln sind Kerne und dann fallen die runter. Und da muss ich einen Kern nehmen, dass ich wieder einen Baum machen kann. Früher habe ich das immer meinen Kastanienbaum genannt. Und jetzt ist es, dass du hier... Da gibt es kein Vorher, das ist wie das Ei und die Henne.
Das ist so die ganze Naturwissenschaft. Das ist so ein System auf chronologischen Denken aufgebaut, was so eine Riesenfalle ist, dass du das immer umdrehen kannst. Stammst jetzt du von deiner Mutter ab oder deine Mutter von dir? Du merkst, wenn ich andere Ebenen dazu mache, ist eindeutig, deine Mutter existiert bloß, wenn du an deine Mutter denkst. Ein Gedanke, den du nicht denkst, der existiert nicht. Wenn ich dich jetzt frage, wo kommst du her, sagst du vollkommen logisch programmiert, ich stamme von meiner Mutter ab, aber das hast du schon wieder, du verwechselst dich mit einem Gedanken von dir. Ich habe den gefragt, der sich die ganze Scheiße ausdenkt. Und jetzt kommt der Bereich, der ganz Angst macht, der unheimlich Angst macht. Das ist das Amatolo Feelinger Feindbild. Und so, ich habe ich schon längst, was meint ihr, wie viel Leben, wie viel Bücher ich schon gelesen habe, um mich, die Menschen wach zu machen, dass irgendwann, und jetzt sage ich, die geht mir doch alles so am Arsch vorbei. Wie willst du da Menschen, wenn ich jetzt Mensch definiere als Figur in meinem Traum auf der VR-Brille, wenn ich die am Leben halte, muss ich die ganze Zeit anschauen. Also dann nehme ich lieber die Kaste. Aber das ist ja schon wieder weg, wenn du es nicht mehr denkst. Darum ist immer mit den Menschen, wo du gerade gesagt hast, mit dem Gehirn, gibt es mein Gehirn, wenn ich nicht dran denke. Das sind Sachen, das ist alles, was Wissenschaft ist, da ist im Anfang war das Gehirn. Und jetzt den Umschwung, wo die machen, dann geht es zurück. Der ganze Darwinismus, nichts ist leichter zu widerlegen wie der Darwinismus. Ich zeige dir so viele Tausende von Büchern und Internetseiten, wo das so klipp und klar erlegt wird, dass das schlichtweg eine riesengroße kollektive Lüge ist. Ich zeige dir aber Tausende von Büchern, die das Gegenteil behaupten. Dann landest du irgendwann mal in Kreationismus. Gibt es Teile in Amerika, die Kreationisten, gibt es so riesen Arche, habe ich aus dem Internet heraus, irgendwo, was gar nicht wo in Amerika, die haben jetzt ein Museum gebaut, eine riesengroße Arche, wo ein Museum drin ist, die Kreationisten, Amerikaner, frag mich nicht wo, ist nicht so wichtig. War schöne Berichte im Fernsehen, kann man im Internet nachschauen, dass also das Blödsinn ist, der Darwinismus, das ist alles unheimlich logisch. Du wirst merken, wie sich, wenn du selber zum Denken anfängst, wie das umkippt. Die ganzen Denksysteme umkippen, aber du bist halt auf Gedeih und Verderb zur Zeit fest verbunden mit dem Schwamminhalt, den du als Wertesystem nennst. Und du stellst alles mit diesem Wertesystem in Frage, bloß nicht dein eigenes Wertesystem. Das ist das Allererste, um was es geht. Darum sage ich, jede Kritik, die in deinem gedachten Welt einer äußert, Kritik ist jetzt eine Bewertung plus Minus, sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird. Das sagt alles aus über die dogmatische Einseitigkeit des Kritikers. Das ist vollkommen austauschbar. Ob jetzt Dampf gesund ist oder ungesund ist, oder ob es schmeckt oder ob es nicht schmeckt. Das sind alles so sinnlose Fragen, weil ich sage, es ist subjektiv, ich hänge von einem Programm ab. Damit ist die Frage beantwortet. Und die Kausalkette, die könnte ich jetzt ewig fortführen, die Kausalität, wenn du das machst. Und sobald wir in die Sprache gehen, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Jetzt hast du schon AI, den Schöpfergott, und HBH heißt die Gegenwart, das Jetzt, das was existiert. Das eine gibt es nicht. Und was war zuerst da? Was war zuerst da, der Denker oder der Gedanke? Jetzt pass auf, wir machen es mal ganz einfach. Wir erheben uns jetzt und wir denken uns einen Spiegel. Und da stellen wir ihn hin, vorm Spiegel. Und der spiegelt sich ja jetzt, das so zu zeigen, ist eigentlich schon verkehrt, weil der ja im Spiegel ist. Und jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt sehe, dass der lächelt, lächelt der auch. Wer von beiden hat zuerst gelächelt? Ja. Ja, er ist es. Der Wurzelse. Aber bitte.